Hallo und willkommen zum nächsten Teil der Diskussion zu Dependability. Ich möchte mit Ihnen in diesem Video über das Ausrechnen, konkrete Berechnen von einzelnen Metriken, Availability und Reliability sprechen, anhand einfacher, plausibler Annahmen. Die einfachste Annahme, die wir hier typischerweise machen können, ist natürlich die, dass diese False/Error zufällige Ereignisse sind. Und dann brauchen wir ein stochastisches Modell dafür. Wir müssen eine Aussage darüber treffen, mit welchen Wahrscheinlichkeiten diese zufälligen Ereignisse hier passieren. Und das einfachste Modell, mit dem man hier arbeiten kann, ist die Überlegung, dass die Lebensdauer eines Systems eine exponentiell verteilte Zufallsvariable ist. Welcher Gedankengang steckt dabei dahinter? Naja, erinnern Sie sich dran, die Exponentialverteilung ist der Grenzprozess für die geometrische Verteilung. Und die geometrische Verteilung ist eine ganz einfache Idee. Die geometrische Verteilung sagt, Sie werfen Münzen immer wieder und immer wieder in festen Zeitabständen. Und diese Münze hat funktioniert oder fällt aus als mögliches Beschriftung auf den beiden Seiten. Und Sie werfen diese Münze so lange, bis irgendwann fällt aus oben liegt. Okay? Und dann zählen Sie, wie lange das gedauert hat. Und dann überlegen Sie sich, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie beim ersten Wurf Feld ausbekommen oder beim zweiten Wurf oder beim dritten oder beim vierten Wurf Feld ausbekommen, wenn davor immer funktioniert, Feld aus bekommt. Das ist im geometrischen Modell die einfache Überlegung, das ist Ihre Lebensdauer. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Lebensdauer von 1, 2, 3 k Zeitschlitzen sehen. Okay? So, jetzt ist das mit diesen Zeitschlitzen wieder unangenehm. Das heißt, wir machen diese Zeitschlitze kürzer, aber werfen dafür eine etwas andere Münze, eine Münze, die etwas andere Wahrscheinlichkeit hat. Ich möchte das so normieren, dass in einem festen Zeitabstand, einer festen Zeiteinheit, immer noch die gleiche Gesamtwahrscheinlichkeit besteht, dass ich diese Zeit überlebe, egal wie lange meine Zeitschlitze sind. Das heißt, ich werfe unendlich schnell, aber eine Münze, die pro Münzwurf Wahrscheinlichkeit 0 hat. Also es ist so ein 0 mal unendlich Effekt, der dazu führt, dass im Grenzübergang eben gerade die Exponentialverteilung herauskommt. Das kennen Sie alles aus Ihrer Stochastikvorlesung. Das muss ich Ihnen, glaube ich, nicht nochmal hier im Detail erklären. Also, formal mache ich das so. Die Zufallsvariable x beschreibt die Zeit, dass mein System kontinuierlich am Stück ohne Unterbrechung funktioniert. Unter der Annahme, zum Zeitpunkt 0 funktioniert es. Meine Annahme ist dann, abgeleitet aus diesem Modell des unendlich schnellen Münzwurfs und dass die einzelnen Zeitschlitze nichts miteinander zu tun haben, meine Annahme ist dann, dass x eine exponentiell verteilte Zufallsvariable ist mit irgendeinem Parameter Lambda. Was dieses Lambda bedeutet, überlegen wir uns gleich noch. Es ist die Rate dieser Exponentialverteilung. So, und Sie wissen, die Exponentialverteilung hat diese Gedächtnislosigkeitseigenschaft. Das ist ja genau die Formalisierung dieser Überlegung. Jeder Münzwurf in jedem Zeitschlitz hat mit dem davorgehenden nichts zu tun. Das heißt, die Tatsache, dass Sie jetzt schon 1 Million Mal funktioniert gesehen haben, beeinflusst nicht die Wahrscheinlichkeit, ob es jetzt funktioniert oder ausfällt. Okay? So, und wenn dem so ist, mit dieser Formulierung, was x als Zufallsvariable darstellt, dann ist die Reliability jetzt ganz einfach. Die Reliability zum Zeitpunkt t war doch die Wahrscheinlichkeit, dass mein System bis zum Zeitpunkt t durchgehend funktioniert. Mindestens, vielleicht länger, aber das ist mir egal. Mindestens bis zum Zeitpunkt t. Naja, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass x die Zufallsvariable größer t ist. Die komplementäre Verteilungsfunktion. Genau das ist die Reliability. Zu dieser Größe sagt man auch gerne Survival Function, die Überlebensfunktion. Sie überleben die Zeit t. Das System überlebt das bis zum Zeitpunkt t. Was es danach macht, ist mir egal. Und dafür die Wahrscheinlichkeit, das hier auszudrücken. Okay, so. Wenn wir das hier haben, wenn wir diese Definition haben, dann ist eine Frage aus dem vorherigen Beispiel ganz einfach zu beantworten. Dann ist eine Frage, nämlich die erwartete Lebenszeit für eine solche Zufallsvariable, ja gerade der stochastische Erwartungswert, der Erwartungswert der Zufallsvariable x. Naja,
Und wenn Sie das jetzt hier einsetzen, unter der Annahme, dass x exponential verteilt ist, dann setzen Sie die Definition für den Erwartungswert ein, dass das Integral von 0 bis unendlich alle möglichen Zeiten, die es überleben könnte, multipliziert mit der Dichte der Wahrscheinlichkeit, in Anführungszeichen. Das ist eine kontinuierliche Zufallsvariable. Sie wissen, da darf man nicht Wahrscheinlichkeit zu sagen, mit der Dichte, dass dieses Ereignis eintritt. Also das Integral darüber, die dichte gewichtete Summe von x. Sie setzen die Definition der Exponentialverteilung ein. Lambda mal e hoch minus Lambda x mal x. Und jetzt rechnen Sie noch dieses Integral aus. Das geben Sie jetzt einem Erstsemester, der eine Übungsaufgabe dafür hat und sich freut. Und Sie bekommen 1 durch Lambda raus. Der Erwartungswert, Ihre erwartete Lebensdauer ist 1 durch Lambda. 1 durch die Rate Ihrer Exponentialverteilung. Naja, und das nehmen wir jetzt auch einfach als Definition. Das nehmen wir jetzt als die Definition. Die mittlere, die erwartete Zeit bis zum Ausfall ist die Mean Time to Failure. Die mittlere Zeit bis zum Ausfall ist gerade unsere erwartete Lebensdauer. Denn dann leben wir ja nicht mehr, dann ist das System ja tot. Okay, sehr schön. Lassen Sie uns dazu ein konkretes Beispiel anschauen. Schauen wir uns als Beispiel an, ein Rechenzentrum, in dem wir Festplatten benutzen. Nehmen wir an, wir haben 10.000 Festplatten hier verbaut. Das ist nicht besonders viel, das ist kein besonders großes Rechenzentrum nach heutigen Maßstäben. Und nehmen Sie noch an, dass eine solche Platte eine Mean Time to Failure von 500.000 Stunden hat. Können Sie jetzt gerne noch auf ein Jahr umrechnen. Das sagt jetzt erstmal noch nicht so furchtbar viel. Das reicht eigentlich noch nicht, um jetzt damit zu rechnen. Wir müssen noch eine Annahme ins Geschäft stecken. Wir brauchen ja die Verteilungsfunktion, um jetzt weiter rechnen zu können. Ich unterstelle mal, dass der Hersteller mit dieser Annahme hier gemeint hat, dass die Time to Failure exponential verteilt ist. Eine exponential verteilte Zufallsvariable mit Mittelwert 500.000 Stunden oder der Rate Lambda 1 durch 500.000 Stunden. Sie erinnern sich, 500.000 Stunden ist 1 durch Lambda. Das ist die eine Annahme, die ich hier ins Geschäft stecken muss. Und die zweite Annahme ist, dass alle meine Festplatten unabhängig voneinander betrieben werden. Dass sie insbesondere unabhängig voneinander ausfallen. Lassen Sie mich betonen, dass diese Annahme falsch ist. Es ist vielleicht eine plausible Näherung und macht die Rechnung jetzt gleich deutlich einfacher, aber es ist falsch. Warum fallen Festplatten aus? Sie fallen zum Beispiel wegen thermischer Belastung aus. Wenn Ihre Kühlung ausfällt, fallen Ihnen mehrere Platten gleichzeitig aus. Das hat sogar eine kausale Ursache, es ist damit hochkorreliert, es ist damit nicht unabhängig. Diese Annahme ist falsch für jedes reale System. Aber es ist bequem, deswegen rechnen wir damit. Und vielleicht gibt es ja eine grobe Idee davon. Tatsächlich ist die Wirklichkeit schlimmer als das, was wir hier rausbekommen. Was möchte ich eigentlich rausbekommen? Habe ich noch gar nicht gesagt. Ich möchte wissen, wann zum ersten Mal eine Festplatte ausfällt. Okay, diese Formulierung ist ja unpräzise. Zum ersten Mal eine Festplatte ausfällt, das kann zum Zeitpunkt 0 plus Epsilon passieren. Zum Zeitpunkt 0 funktionieren alle, meine typische Annahme. Es kann zum Zeitpunkt 0 plus Epsilon passieren. Also mich interessiert die erwartete Zeit. Wie lange muss ich denn im Mittel warten, wenn ich ganz, ganz viele solche Rechenzentren betreibe, gemittelt über alle Zeiten, bei dem im ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Rechenzentrum unendlich viele Rechenzentren zum ersten Mal eine Festplatte ausfällt? Was ist die erwartete Zeit dafür? Okay? Ja, wie macht man das denn? Naja, ich versuche es Ihnen mal zu skizzieren, was da passiert. Wenn wir uns also diese Expected Time to First Failure anschauen wollen, dann versuche ich das mal folgendermaßen zu skizzieren. Wir haben über der Zeit t aufgetragen unsere erste, zweite, dritte, 50.000ste Festplatte. Ich male die nicht alle einzeln auf. Und jede von denen funktioniert ja zum Zeitpunkt t gleich 0, funktionieren die ja alle und haben eine bestimmte Lebensdauer. Wenn ich angenommen glaskugelartig in die Zukunft schauen könnte, dann wüsste ich ja, dass hier diese Platte ausfällt, dass hier diese Platte ausfällt, Platte 3 ist vielleicht noch schon kürzer und so weiter und so weiter und Platte 50.000 hat vielleicht Glück und lebt ein bisschen länger.
Sehr schön. Also das hier ist x1, das hier ist x2, das hier ist x3 und das hier ist x50.000, wobei xi time to failure, Lebensdauer, die Zufallsvariable, die mir die Zeit bis zum Ausfall von Platte, von Festplatte i beschreibt. Nicht? Das wäre die Idee dabei. So, und ich interessiere mich für den ersten Ausfall. Der erste Ausfall in diesem Bildchen war x3. Das hier ist x-min. Mein kleinster, die kleinste Lebenszeit, die ich hier sehe. Sagen wir y dazu, muss ich weniger schreiben. Also mich interessiert eigentlich der Erwartungswert von y. Nicht? Das ist das, worum es hier geht. Ich möchte den Erwartungswert des kleinsten xis ausrechnen. Mhm. Wie geht denn das? Was ist y? Y ist der kleinste Wert, den meine Zufallsvariablen annehmen. I von 1 bis 50.000. Okay? Naja, wie ist denn das? Wir brauchen jetzt ja eine Verteilungsfunktion. Wir brauchen die Verteilung von y, also die Wahrscheinlichkeit, dass y kleiner t ist. Diese Wahrscheinlichkeit muss ich jetzt irgendwie ausrechnen und dann kann ich daraus die Dichte ableiten und daraus kann ich dann den Erwartungswert ausrechnen. Das ist dann ja nur noch Algebra, da passiert ja nichts Spannendes mehr. Ich versuche das nochmal aufzumalen. Die Frage ist, wie rechnen wir p von y kleiner t aus? Also machen wir nochmal so eine Skizze und überlegen uns über t, machen wir hier ein Groß-T draus, damit wir hier keine Verwirrung bekommen. Irgendein Groß-T. Also wir haben hier irgendetwas, keine Ahnung, wie diese Lebensdauern hier für meine Platte 1, 2, 3 und so weiter, wie die ausschauen. So, jetzt interessiere ich mich dafür, wenn wir jetzt mal irgendein Groß-T fixieren, nehmen wir das hier mal als Groß-T. Gilt jetzt P von Y kleiner t in diesem Bild? Naja, t ist das hier. Y ist mein Minimum. Mein Y ist das Minimum. Also ist das Minimum meiner xis kleiner t. Das ist ja das hier. Ja, das gilt. Also mein Y ist kleiner t. Aber das Gleiche gilt auch in einem anderen Bildchen. Jetzt hier sowas hinmalen. Und ich mir wieder so ein t hier rauswähle. Jetzt sind hier 1, 2, 3, 4. Hier im vorherigen Fall waren nur 2 kleiner t. Das wird unhandlich. Wenn ich mir jetzt hier wieder frage, ist y kleiner t, kleiner groß t, dann stimmt das und dann stimmte das hier auch. Aber es gibt so furchtbar viele Fälle. Das ist unpraktisch. Wie wäre es denn mit einer anderen Idee? Ich frage nicht, ob y kleiner t ist, sondern ich frage mich, ob im Gegenteil y größer als ein Groß T ist. Was muss denn dann der Fall sein? Also ich frage mich, ob das Minimum der xis größer als irgendein gewähltes T ist. Das heißt, ich wähle hier ein Groß T. Was muss denn jetzt gelten? Jetzt muss doch gelten, damit tatsächlich selbst das kleinste xi größer als Groß T ist. Jetzt müssen die alle diese Zeit t überleben. Okay? Das hier ist mein y. Also es müssen alle, es gibt nicht diese ganzen möglichen Fallkombinationen, dass die eine, das 2, das 3, das 17, das 95 Platten, es müssen alle. Es gibt genau einen Fall. Alle xi müssen größer als t sein. Dann das ist viel einfacher hinzuschreiben. Ja, und jetzt die Überlegung, wenn ich das hier weiß, wenn ich p von y größer t weiß, dann weiß ich auch, dass y kleiner t ist, also die Wahrscheinlichkeiten entsprechend. Also so können wir weitermachen. Also Idee, wir schauen uns an, dass p von y größer t ist. Wir rechnen, wenn Sie es formal ausdrücken wollen, die CCDF, die Complementary Cumulative Distribution Function, die komplementäre Verteilungsfunktion aus
Und das ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass nach Definition y ist das Minimum der xi größer t ist. Mit der Überlegung von gerade heißt das, dass wir uns die Wahrscheinlichkeit interessieren, dass für alle i gelten muss, dass xi größer t ist. Das war die Überlegung. Das Minimum ist größer als t, wenn alle größer als t sind. Auch das Kleinste muss größer als t sein. Aha, aber das sind jetzt ja... Also x1 größer t und x2 größer t und xn größer t. Was darf ich jetzt hier unterstellen? Ich hatte Unabhängigkeit unterstellt. Ich hatte Unabhängigkeit. Also wegen Unabhängigkeit darf ich das jetzt auseinanderziehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass x1 größer t ist, mal die Wahrscheinlichkeit, dass x2 größer t ist und so weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass xn größer t ist. Na gut, das ist aber Produkt von i gleich 1 bis n p von xi größer t. Okay? Das ist ja alles egal. Und weil das ja alle gleich sind, wegen gleich verteilt, Entschuldigung, häufiger Versprecher, den ich auch immer wieder mache, die sind natürlich nicht gleich verteilt, die sind ja exponential verteilt, die sind aber alle identisch zueinander. Wegen identischer Verteilung, wegen identischer Verteilungsfunktion, darf ich das schreiben als das Produkt von über i p von x1 größer t, aber das ist natürlich p von x1 größer t hoch n. Naja, was ist p von x1 größer t? Jetzt muss ich in der Exponentialverteilungsdefinition nachgucken. Und dann sehen Sie, das ist gerade e hoch minus lambda t, groß t. Verzeihung, wir haben ein groß t hier als Parameter genommen. E hoch minus lambda t hoch n ist e hoch minus lambda n groß t. Naja, aber das ist doch, wenn Sie das jetzt so klammern, dann ist das die CCDF einer exponential verteilten Zufallsvariablen mit Parameter n mal lambda. Na, und dafür kennen wir den Erwartungswert. Der ist gerade entsprechend ein Entel so groß wie der Einzelnen. Also haben wir auf der nächsten Folie die Ergebnisse zusammen. Hier ist noch der Hinweis dazu, wie Sie das aus dem das Minimum für unabhängige, identisch zueinander verteilte, exponential verteilte Zufallsvariablen, das ist die Überlegung, die wir hier hatten. Das steht alles da handschriftlich da. Also wir haben gerade die komplementäre Verteilungsfunktion einer exponential verteilten Zufallsvariable mit Rate n mal lambda ausgerechnet. Den Erwartungswert kennt man. Das ist gerade 1 durch n, der Erwartungswert dessen, was Sie bei Rate lambda sehen würden. Und das waren ja die 500.000 Stunden von vorhin. Also haben wir hier in diesem Beispiel gefunden, der Erwartungswert bis zum ersten Ausfall irgendeiner Festplatte, ist mir egal welche, irgendeiner Festplatte unter, was hatten wir? 10.000? Genau, unter 10.000 Festplatten ist ein Zehntausendstel des Erwartungswerts bis zum Ausfall einer einzelnen Festplatte, also 50 Stunden. Also zwei Tage. Und das ist kein großes Rechenzentrum. Machen Sie ein größeres Rechenzentrum, n geht hier direkt linear ein. 1 durch n geht direkt linear hier ein. Ich hatte es, glaube ich, schon mal vorhin erwähnt, es gibt so eine grobe Schätzung, bei Google fällt jede Minute irgendwo eine Festplatte aus. Ausfälle sind die Regel, nicht die Ausnahme in solchen großen Systemen. Sie dürfen keine Systeme bauen, die davon ausgehen, dass alles immer funktioniert. Das ist eine naive Fehlannahme. Ausfälle sind die Regel, nicht die Ausnahme. Es geht dauernd irgendwas kaputt. Davon müssen Sie ausgehen. Da müssen Sie in Ihrem verteilten Systementwurf, egal was Sie jemals in Ihrem Leben bauen werden, immer damit rechnen, es wird immer etwas darf kaputt gehen. Lassen Sie mich hier einen ganz kleinen Schlenker einbauen. Das hat jetzt nichts mehr mit Rechnen zu tun und wir lassen dieses Video dann auch gleich zu Ende kommen. Wegen dieser Überlegung, dass Ausfälle die Regel sind, aber man ja als Mensch ja gerne denkt, es geht schon alles gut, es wird schon alles gut gehen, hat sich
Netflix eine lustige Idee ausgedacht. Das sind die sogenannten Chaos Monkeys. Das sind kleine Programmchen, die dafür sorgen, dass etwas schief geht. Die immer mal wieder einen Rechner ausfallen lassen, die mal irgendwie eine Festplatte totstellen. Mit der Überlegung, unsere Programmierer müssen sich dran gewöhnen. Unsere Systementwickler, Programmierer, Entwerfer müssen sich dran gewöhnen, dass Dinge kaputt gehen. Da wird auch mal ein Rechenzentrum außer Betrieb genommen. Das ist inzwischen Amazon-hosted, das ist ein bisschen anders. Aber trotzdem, es ist immer dediziert Chaos im System, damit wir unsere Entwickler entsprechend schulen und die sich nicht nach hinten legen und denken, na, in meinem Testcluster mit 5 Rechnern funktioniert doch eigentlich alles immer. Ich brauche doch diese Fehlerfälle gar nicht abfangen. Ich muss doch die Rückgabewerte meiner Funktionen gar nicht auswerten. Es geht doch immer alles gut. Nein, es geht nicht gut. Entwickeln Sie für den Fall, dass es nicht gut geht. Und das war mein Ziel hier mit dieser kleinen Rechnung. Klar zu machen, es geht nicht gut, auch in so einem relativ kleinen System gehen Dinge nicht gut. Sie müssen damit rechnen, dass Dinge kaputt gehen. Sehr schön. Lassen Sie uns hier erstmal eine kleine Pause in diesem Video machen. Wir machen im nächsten Video gleich noch mit dem Fall der Availability weiter, wie man das ausrechnen kann, wie man damit umgehen kann. Zunächst mal danke fürs Zuhören.